Unsere Leber ist das Entgiftungsorgan Nummer 1 in unserem Körper. Die Leber sorgt dafür, dass Medikamente, Alkohol und andere giftige Stoffwechselprodukte und Abfallprodukte sowie Schwermetalle und sonstige Giftstoffe mit Hilfe der Galle und der Nieren aus dem Körper ausgeleitet werden. Und umso mehr wir unseren Körper zusätzlich mit der Nahrung belasten, vor allem mit denaturierter Nahrung, viel Fleisch, viel Fett und Öle und natürlich auch mit Alkohol, umso besser ist es, die Leber bei ihrer Aufgabe tatkräftig zu unterstützen. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal bei einem neuen Video bei GeoLeben. Schön, dass du wieder dabei bist. Um was geht es? Es geht um die Leber, um unser Entgiftungsorgan Nummer 1. Also schauen wir doch alle miteinander einfach wesentlich besser auf dieses wunderbare Organ, das wirklich jede Sekunde Tag für Tag, Jahr für Jahr für uns da ist. Es geht um das Rosinenwasser. Rosinenwasser für die Leberreinigung und für deine Gesundheit. Wunderbar. Ja, in diesem Video geht es ganz einfach um diesen einfachen, aber sehr effizienten Tipp. Und zwar, wie gesagt, unterstützt dieses Rosinenwasser massiv deine Leber bei der Reinigung, bei der Ausleitung aller möglichen Giftstoffe. Das Geheimnis des Rosinenwassers besteht ja darin, dass es biochemische Prozesse in der Leber stimuliert und folglich das Blut wesentlich besser gereinigt wird. Die gesundheitsfördernden Eigenschaften basieren auf den Vorzügen der Weintrauben. Na claro, die Rosine ist ja ein Dörrergebnis der Weintraube. Sogar Ärzte empfehlen immer wieder Rosinenwasser. Ja, man höre echt und man staune. Und zwar dafür die Herzgesundheit und es beugt auch eben dem LDL-Cholesterin, also dem sogenannten schlechten, und den Triglyceridwerten vor und kurbelt die Verdauung an und wirkt bei Verstopfung. Warum die Rosinen nicht einfach so essen? Warum nicht einfach nehmen, so wie ich, jetzt das Backerl und da zum Futtern anfangen? Da ersparen wir uns diese Prozedur des Rosinenwassers herrichten. Das könnte man leicht glauben, aber so ist es eben nicht. Es macht schon Sinn, durch das Einweichen können eben die enthaltenen Mineralstoffe, die Vitamine, was alles da so drinnen ist, wesentlich besser verwertet werden. Und der Zuckergehalt, der ja in Rosinen auch nicht sehr wenig, im Gegenteil sehr viel ist, der wird dadurch deutlich reduziert. Und dadurch entsteht eben ein sehr gutes Wässerchen für unsere Leber. Ja, dies mit den Einweichen, da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Natürlich werden wir dann ganz genau sehen, wie das funktioniert, wie wir dieses Rosinenwasser eben zubereiten. Warum wirken die Rosinen denn nun? Wir wissen, dass es einen sehr großen Vorteil hat, Rosinenwasser herzustellen. Das wissen wir nun, aber warum wirkt die Rosine denn nun? Was hat die Rosine, was ich sozusagen nicht habe? Erstens, sie wirkt wegen der Bioflavonoide. Das sind die, die gegen die freien Radikale vorgehen. Die kennen wir ja alle schon. Zweitens, die Rosinen wirken entschlackend und entgiftend. Die Leber und die Nieren sind für die Blutreinigung und die Entsorgung und Entgiftung von Schwermetallen und anderen toxischen Dingen verantwortlich und deshalb für die Allgemeingesundheit klarerweise unumdingbar. Fettreiche, ungesunde Kost belasten die Leber und die Nieren und deshalb ist Rosinenwasser einmal im Monat als Kur für 4 Tage ein immens wichtige Unterstützung für unsere Organe und wie gesagt vor allem für die Leber. Drittens, die Rosinen fördern die Verdauung. Also wenn du mal Probleme hast, aufs Töpfchen zu gehen und dann geht nichts weiter, Rosinenwasser macht's möglich. Die Magenflüssigkeit Nummer 4 wird besser ausgeschieden, die Nahrungsmittel besser verdaut und die Nährstoffe besser absorbiert. Ja, diese Vorteile werden aber erst am zweiten Tag dieser Kur wirklich richtig spürbar. Ja, rede ich nun nicht mehr lange herum. Was brauchen wir nun für das Rosinenwasser und wie wird es
zubereitet? Großes Fragezeichen. Ja, also was brauchen wir denn nun? Wir brauchen als erstes 400 Milliliter sauberes Wasser. In meinem Falle natürlich, wie fast immer, Umkehrosmosewasser. Da kann man davon ausgehen, dass ca. 95% aller Giftstoffe aus dem Wasser herauskommen. Also dann brauchen wir natürlich klar die Rosinen, und zwar am besten in Bioqualität und solche, die nicht sehr glänzen. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Die Rosinen einfach mal abwaschen, klarerweise. Ja, klaro dann eben das Wasser oder Wasser zum Kochen bringen, denn um das geht es ja auch, nicht in kaltes Wasser einlegen, sondern wirklich das Wasser zum Kochen bringen und dann die Rosinen dazugeben und circa 20 Minuten bei leichter Hitze kochen oder einfach köcheln lassen. Ja, und wenn die 20 Minuten dann um sind, dann nicht sofort genießen, also nicht gleich das ganze Rosinenwasser zusammen oder austrinken, sondern das braucht einfach noch etwas Zeit, wie ich anfänglich erwähnt habe. Am besten ist es, wenn man das Rosinenwasser eben am Abend herrichtet, dann hat man die Nacht Zeit, dass es in dieser Zeit eben noch durchziehen kann. Also die ganze Nacht das Rosinenwasser auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind die Rosinen. Die kann man logischerweise auch essen, die musst du nicht wegschmeißen. Aber um das, was es jetzt geht, ist eben das Flüssige, das Rosinenwasser. Ja, und bei 400 Milliliter anfänglich Wasser sind da jetzt so ungefähr 280, 290 Milliliter reines Rosinenwasser übrig geblieben. Das durch vier Teilen sind, ja, laut Adam Riese, ca. 70, 75 Milliliter pro Portion. Und diese Portion erwärmst du am Morgen, ich habe eh schon gesagt, eine halbe Stunde Minimum, bevor du irgendetwas isst, quasi auf nüchternen Magen, und eben warm trinken. Das macht das Ganze dann einfach nochmal geschmeidiger. Ja, das hat einen ziemlich starken Rosinengeschmack, also sehr gut und sehr süß eigentlich. Und das Ganze mache ich jetzt 4 Tage lang, also 4-mal so ein Stampel mit ca. 70 Milliliter, so viel ist eben aus diesem 400 Milliliter Wasser übergeblieben. Ja, und das einmal im Monat, eine 4-Tages-Kur. Das ist super gut für die Lebergesundheit auf jeden Fall. Ja, das kann ich nur jedem weiterempfehlen. Diese Kur dauert, wie schon erwähnt, 4 Tage und sollte einmal im Monat gemacht werden. Das heißt 12-mal im Jahr. 12-mal 4 ist 48. Das heißt, wir trinken 48-mal im Jahr dieses Rosinenwasser. Das ist ja nicht wirklich viel. Dieses Rosinenwasser ist sehr schnell zubereitet, wie wir jetzt alle wissen, wie du weißt. Ich habe es ja vorher schon gewusst. Und dann am Tag in der Früh auf nüchternen Magen dieses Wässerchen trinken und es wird Wunder bewirken. Das glaube ich zumindest. Was deine Leber neben gesunder Ernährung noch unterstützt, lieber Zuschauer, das zeige ich dir im nächsten Video. Bis dahin, Daumen hoch, freut mich sehr, in die Inhalte reinschauen. Abonniert meinen Kanal, ihr wisst ja, da habt ihr alle Vorzüge und Vorteile. Ihr bekommt die Informationen, dass neue Videos hochgeladen wurden. Ja, und unterstützt mich, wie auch immer ihr das wollt. Alles Liebe in dem Sinne, bleibt gesund und im besten Falle werdet gesund. Bis zum nächsten Video, Baba und Ciao.